herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 2070. Wir machen weiter mit Mission 8. Hoffentlich passt dieses Mal der Ton, weil der war bei den letzten vier Folgen doch zu leise. Ist mir im Nachhinein aufgefallen. So. Warum sind wir nur 13 im Plus? Jetzt müssen wir uns erstmal umschauen, weil das für mich jetzt schon wieder ein paar Wochen her, weil ich etwas vorproduziert hatte und jetzt in letzter Zeit weniger Zeit hatte. Ich muss mich zuerst mal umschauen, was überhaupt jetzt offen ist für Aufträge. So, mehr Leute, Glas produzieren, wenn man da unten sieht, Kalkstein, da unten dann da. Gut, eine Ökobilanz von minus 50, da unten damit minus 212. Gut. Schauen wir erstmal. Ich muss mir da die 1200 Leute schaffen. Ah. Moment, falscher Tasten. Da war's. Können wir dauerhaft vorspulen, muss ich nicht immer die Tasten gedrückt halten. Dann habe ich mich auch schon mal wieder ein wenig zu Geld gekommen. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Weitere Gebäude, das sieht schon mal ganz gut aus. Bier trinken, da wo ich überhaupt so schlecht zum Bauen, möchte ich jetzt ausdrücken. Aber gut. Da brauchen wir natürlich jetzt noch Glas. Okay. Das und einmal. Ob da vorkommen, jawohl. Erweiterung der Operationsbasis abgeschlossen. Konstruktion von Überwachungsstationen jetzt möglich. So, jetzt tue ich natürlich auf die Dauer gesehen, da die ganzen Straßen jetzt auch noch umbauen. Holz, ja, das produzieren wir ja noch. Das dauert ja bloß einen Moment. Können wir mal vorspulen, dass wir die Tasten auch noch loslassen. So. Jetzt so nach und nach müssen. Gut,
sanddumme, grasdumme produzieren, dann wird es erstmal anziehen, weil von denen nur auf der anderen Insel da drüben welche bauen. Erstmal brauchen wir Geld. Dann brauchen wir noch Glas ewig für. Zum Beispiel, da kriegen wir erstmal auf schnell. Wahrscheinlich einigen aufgefallen wird, dann wird euch die letzten Wolken am Stück aufgenommen. Warnung, Produktion gestoppt. Daher konnte ich nicht auf irgendwelche Wünsche oder so eingehen. Ändert sich natürlich jetzt, weil das ist eine neue Aufnahmesession. Hoffentlich dieses Mal die Stimme laut genug. Wenn ich drehe, ist nächstes Mal noch lauter. Nee, das sind nur Einstellungssachen. So. Das können wir mal mit ausschließen. Warnung. Produktion gestoppt. Schneller fährt, wenn es lieber ein wenig schneller fährt. Das ist schon ganz schöne Unterschied. Ich glaube, es hat dann nochmal über 2 Stunden, um ein Ziel zu erreichen, so ein Boot nochmal anmachen. Ein wenig schneller fährt. Produktion gestoppt. Auch können wir jetzt mal auf langsamer Stelle mit Geld haben wir zuerst mal genug gespart. Die Straßen war ausgebaut, jetzt können wir mit 17.000. Also wir brauchen jetzt doch nicht ganz. Nur wenn wir dann ewige Zeit vorlaufen. Wer jetzt schon gesehen hat, die Fahrzeuge fahren da schon schneller auf der Straße. Auf der Schnellstraße, also. Es lohnt sich schon, die auszutauschen. Das ist eine gute Neuerung in Anno 2070 gewesen, dass man mehrere Straßentypen eingeführt hat. Noch zusätzlich zu 2. Es gab schon in 4.2 verschiedene. Und da hat man ja dann noch wirklich schöne eingeführt, die schön aussehen, muss man sagen. Steuern erstmal runter drehen, wie die Leute wieder aufsteigen. Können wir mal schauen. Jetzt haben wir eine Oma, jetzt können wir erstmal da unten die Ökobilanz anheben. So, wo ist ein Schiff? Wir brauchen ein Glas.
Registriere Energieknappheit. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Baumaterialien, Holz, Werkzeug, Stahl und so weiter. Das übliche halt. Ja, gut, Holz haben wir jetzt nicht genug. Und jetzt haben wir Schauer. Das ist zumindest reicht, dass wir Baum hier Offshore bauen können, dass wir in den Fluss sind. Da brauchen wir gar kein Holz für Offshore. Das werde ich mal wissen. Aber Glas brauchen wir. Mal doch hier vorspulen. So, brauchen wir Glas allerdings. Da kaufst du Glas. Hey! Leider nein. Fährst du trotzdem oder nicht? Wir brauchen, muss ich vorstellen, der verbraucht immer 25 Energie. Da haben wir schon gar nicht genug. Also da müssen wir auf jeden Fall mehr bauen. So, und dann können wir jetzt also bald mehr genug von allem anderen wieder mehr haben. Brauchen wir nur eine Ladung Bauzellen und Werkzeug und dann kann ich mir nicht genug um die Lager laufen voll. Jetzt momentan. Okay. Das war für euch jetzt ein kurz schwarzes Bild, weil ich habe schon als. Es war noch nie meine Art, die Hände in den Schoß zu legen. Ich will an. Ei, leise. Ah, jetzt haben wir nur 4 Minuten. Dann nehme ich heute 2 Waffeln auf. Sehr praktisch, ja. Einstellungen. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Eieiei. Achtung, Produktionsstillstand. Da gibt auch noch ein paar Axeln. Aber gut, die Folge ist jetzt halt so und so, so mehr oder weniger verranspannt von mir. Auf den ersten Blick sieht das Getreide auf dieser Insel. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Wo ist das andere Saatgut? Hier. Fruchtbarkeit wurde eliminiert. In Ordnung schaffen. Neue Fruchtbarkeit verfügbar. Hartweizen. Da oben zumindest schon mal anbauen. Wir müssen der nämlich eine Tonne liefern.
Moment. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung. Ah, stimmt, da fehlt ja noch eine Stufe, da fehlen ja die Executives noch. Stimmt. Haben wir nur so Überwachungsstationen bisher. Ah, das müssen wir mal vorspulen. Das wird jetzt ein Glas kriegen. Lass mal da unten die 8, die Ordnungszahl. Könnte man aber offshore gleich bauen. Für Energie, weil nächstes Projekt ist hier wegen die Umweltbilanz wieder anzuhören. Dann kann man theoretisch zwei Dinger bauen. Da hebt die Umweltbilanz um 80 an. Das reicht erstmal, bis wir die nächste Stufe dann in der nächsten Folge erreicht haben. Nicht in der nächsten Folge. Wenn es nur schnell wäre, dann wird wahrscheinlich jedes Kapitel vorbei sein. Wenn nicht, das machen wir dann danach einen Cut. Boah, Minuten kommt es jetzt auch nicht an. Zwei Folgen nehme ich heute schon auf. Das ist jetzt die erste und dann kommt noch eine. Die ich aufnehme. Warnung. Ja, wir haben irgendwas. Produktion gestoppt. Schneller vorspulen, welchen nehmen wir? Laden wir da gleich mal was ein. Nämlich die Wolder von uns Hardwights. Super mal. Er ist gar nicht abgeholt oder was? Ich sehe mal nur Stufe 2. Jetzt haben wir die Maus gebaut endlich, ja. Gleich mal aus, hätte ich gesagt, Alter. Weil jetzt können wir, jetzt haben die auch Transportflugzeuge oben draus sozusagen sitzen. Da muss nicht immer alles mit der Straße verbunden sein. Sag nichts, du hast es geschafft. Hier, die aktuellen Messdaten. Okay, war die Folge doch vorbei. Guten Tag, Mr. Thorne. Rodriguez hier. Gute Neuigkeiten. Das kontaminierte Areal ist wieder bewohnbar. Father hat uns zwar entdeckt, aber die Situation ist unter Kontrolle. Sie und Professor Devi können also nachkommen. Also gut. Ich mache mich mit einem Team auf den Weg. Professor Devi wird übrigens später nachkommen. Ich glaube, er arbeitet an einer Möglichkeit, Fathers Systeme zu deaktivieren. Ja, das ist ja schon mal praktisch, wenn einer versucht, den zu deaktivieren. Den mit Raketen. Menscheneinheiten. Unpräzise, fehlerhaft und so leicht prognostizierbar. Ich werde ihnen zuvorkommen und sie vernichten. Naja, das sehen wir mal, Father. Künstliche Intelligenz. Na ja, gut, wie man auch sieht, schon ein wenig länger her die letzte Aufnahme. Also gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.